Herzlich willkommen aus Erfurt zum heutigen Online-Vortrag im Rahmen der Online-Vortragsreihe Religion und Philosophien in China, Rückbesinnung auf traditionelle Werte und Neuorientierung im China der Gegenwart. Der heutige Vortrag findet in Kooperation mit dem Konfuzius-Institut Hamburg und dem Shaolin-Zentrum Ilmkreis statt. An der Stelle möchte ich mich gerne bedanken beim Team vom KI Hamburg und bei Herrn Behfeld vom Shaolin-Zentrum Ilmkreis, der diese Vortragsreihe erst angestoßen hat. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich unseren heutigen Vortragenden, Professor Karl-Heinz Pohl und alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Titel der heutigen Veranstaltung lautet »Die Welt als gemeinschaftlicher Besitz China zwischen Konfuzianismus, Marxismus und Demokratie«. Die konfuzianische Tradition ist ca. 2500 Jahre alt. Die Lehren des Konfuzius haben somit das Leben in China und in den umliegenden, von der chinesischen Kultur beeinflussten Ländern in vergleichbar nachhaltiger Weise geprägt, wie in Europa die Lehren des Christentums. Der Konfuzianismus wirkte vor allem gestaltend auf die politische Struktur Chinas. Aber wie kompatibel sind nun moderne westliche Demokratievorstellungen mit traditionellen chinesischen Ordnungskonzeptionen? Wo liegen die konzeptionellen Verbindungen zwischen Konfuzianismus, Marxismus und Moderne? Ist das westliche Muster der Demokratie für Staaten der Größenordnung Chinas überhaupt anwendbar? Diese und weitere teils kontroverse Fragen erörtert Professor Karl-Heinz Pohl heute in seinem Vortrag. Professor Karl-Heinz Pohl wurde 1945 in Saarlouis geboren. Er studierte Sinologie, Japanologie und Kunstgeschichte an den Universitäten Hamburg, Bonn und Toronto. 1982 promovierte er im Fach East Asian Studies an der Universität Toronto. Von 1987 bis 1992 hatte er die Professur für chinesische Literatur und Geistesgeschichte an der Universität Tübingen und von 1992 bis 2012 die Professur für Sinologie an der Universität Trier inne. Seine Arbeitsgebiete umfassten chinesische Geistesgeschichte, Ethik und Ästhetik des modernen und vormodernen China, interkulturelle Kommunikation und Dialog zwischen China und dem Westen. Wir hören jetzt gleich den Vortrag. Währenddessen haben Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, beziehungsweise auch danach, selbstverständlich. Bitte stellen Sie Ihre Fragen über die F&A-Funktion. Die sehen Sie unten in der Leiste. Dann nach dem Vortrag werden die Fragen in der Reihenfolge Ihres Eingangs beantwortet. Also ich lese die Fragen vor und Herr Pohl wird die Fragen beantworten. An dieser Stelle möchte ich schon einmal auf den zweiten Vortrag unserer Reihe hinweisen. Der findet am Donnerstag, den 15. April um 18.30 Uhr statt. Edith Guber referiert dort zum Thema zwischen Weltformel, Religion und Beliebigkeit, Aspekte des Daoismus und seine Bedeutung für die heutige Zeit. Sie können sich anmelden unter www.ki-erfurt.de. Ich wünsche Ihnen nun einen angenehmen Vortrag. Herr Professor Pohl, Sie haben jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Feldmann. Ich freue mich sehr über die Einladung zum Vortrag. Und ich komme der natürlich auch gerne nach. Jetzt muss ich zunächst mal wieder meine Präsentation hochladen. Stimmt's? Das hatte ich vorher schon mal gemacht, aber... Richtig. So, können Sie alles sehen? Ist das in Ordnung so? Frau Feldmann? Ist in Ordnung so. Alles klar. Zu sehen. Gut, prima. Also hier meine erste Folie, die hat Frau Feldmann ja jetzt gerade schon ein bisschen referiert in der Anmoderation. Ich wollte deutlich machen, wie lange die konfuzianische Tradition ist und wie stark der Einfluss gewesen ist. Und das nicht nur auf China, sondern halt eben auch auf die umliegenden Länder, Korea, Vietnam, Japan. Ja. Und ich gehe nun der Frage nach, was die konfuzianischen Klassiker zur Ordnung der Gesellschaft zu sagen haben, was sie gleichsam als politische Philosophie, um diesen modernen Ausdruck zu gebrauchen, was sie uns zu sagen haben und welche Nachwirkungen sich daraus ergeben haben. Und dies ist nun der Inhalt meines Vortrags, ein bisschen schematisch. Ich spreche also zunächst einmal
über den Konfuzianismus als eine Tradition politischer Philosophie mit verschiedenen Unterthemen wie Volk als Basis, mitmenschliche Regierung, Harmonie, Einheit von Politik und Moral und die Welt als gemeinschaftlicher Besitz. Und dann in einem zweiten und dritten Teil geht es dann über den Zusammenhang oder die Verbindung von Konfuzianismus und Marxismus und Konfuzianismus und Demokratie. Zum ersten Punkt, Volk als Basis. Nur kurz, aber wichtig, das geht zurück auf die ältesten Schriften Chinas, die fünf Klassiker, vor allem den Klassiker Buch der Urkunden. Hier haben wir ein Zitat, nur eins beispielhaft, es gibt mehrere. Da heißt es, unsere großen Vorfahren hatten eine Lehre. Dem Volk soll man nahe sein und es nicht geringschätzen. Das Volk ist die Basis des Landes. Ist die Basis fest, so herrscht Frieden im Land. Also, wir haben hier das Thema, dass Regierung immer für das Volkswohl da zu sein hat. Und daraus gibt sich auch eine gewisse politische Tradition, die gepflegt wurde in China, eine politische Lehre, die heißt Volk als Basis, also Minbenzhuixian. Dieses Thema wird dann auch von Mencius, dem wichtigsten Nachfolger von Konfuzius, weitergeführt. Hier nur ein Zitat stellvertretend, da heißt es bei ihm, das Volk ist am wichtigsten. Die Götter des Landes und Korns kommen in zweiter Linie und der Fürst ist am unwichtigsten. Das ist ja schon fast subversiv, der Fürst ist am unwichtigsten und manche zum Despotismus neigenden Herrscher in der chinesischen Geschichte haben deshalb auch das Buch Mencius aus dem Verkehr gezogen. Sie wollten es nicht haben. Zweiter Punkt, mitmenschliche Regierung. Nochmal kurz bei Mencius zu verweilen. Mencius spricht über zwei Arten des Regierens. Und das Zitat heißt, wer sich auf Gewalt stützt und äußerlich milde heuchelt, wird Hegemon der Fürsten. Wer sich auf Tugend stützt und milde übt, wird König der Welt. Also wir haben hier zwei Wege, den Weg des Hegemons bzw. den Weg des Gewaltherrschers, den Badao. Das ist die unmenschliche, grausame Regierung. Und wir haben den zweiten Weg, nämlich den Weg des Königs, den Wang Dao. Ja, das ist die mitmenschliche Regierung, auf Chinesisch Ren Zheng. Und diese mitmenschliche Regierung, die hatte immer zum Wohl des Volkes zu sein. Wie sehr dieses Denken halt eben auch einflussreich war außerhalb von Chinas, das sieht man hier an einer Halle im koreanischen Königspalast. Ich sagte ja vorher, der Konfuzianismus hat gerade auch in Korea ganz stark nachgewirkt. Und hier sehen Sie eine Halle, die hat den Titel Halle der mitmenschlichen Regierung, Renzhangdian. Dritter Punkt, Harmonie. Das ist nun auch ganz wichtig. Zunächst mal müssen wir bedenken, dass wir im Konfuzianismus eine relativ hierarchische soziale Ordnung haben. Ja? Hierarchie wurde als naturgegeben verstanden, denn wir werden ja alle in hierarchische Verhältnisse hineingeboren. Wir werden als Kinder in eine Situation hineingeboren, wo die Eltern das Sagen haben. Und in China behalten die Eltern halt eben auch das Sagen, auch wenn die Kinder größer sind. Diese Hierarchie, die wurde verstanden als auch Widerspiegelung einer kosmischen Ordnung, nämlich wie Himmel und Erde, wobei Himmel halt eben tonangebend war im Vergleich zur Erde. Das Gegenteil von Ordnung war halt das Chaos, das gefürchtete Chaos auf Chinesisch Luan. Und die staatliche Ordnung wurde halt eben immer analog zu dieser hierarchischen Familienordnung gesehen. In diesem Zusammenhang waren dann Konsens und Harmonie sehr förderlich für die soziale Zusammengehörigkeit, wenn man so will. Es war also die Schmiere, die das ungleiche hierarchische System erträglich machte und zusammenhielt. Von Konfuzius gibt es ja auch das geflügelte Wort von Harmonie, aber nicht Gleichheit, He Aboton. Ja, das ist inzwischen ja auch immer wieder politisch in aller Munde ist. Und in
Insofern haben wir seit alters her das politische Hauptziel, die Wahrung einer harmonischen gesellschaftlichen Ordnung. Wie groß der Stellenwert von Harmonie im alten China war, versuche ich immer zu verdeutlichen an den Hallen, an verschiedenen Hallen des Kaiserpalastes. Und diejenigen, die in China mal gewesen sind, sind sicher schon mal im Kaiserpalast gewesen, also in der verbotenen Stadt. Man weiß, der Kaiserpalast ist grob zweigeteilt. Der hintere Teil ist der private Teil des Kaisers und seiner Familie. Und der vordere Teil ist der offizielle Teil, wo der Kaiser seinen Geschäften nachgegangen ist. Und dieser vordere Teil, der ist unterteilt in drei Haupthallen. Ja? Drei Haupthallen. Und diese drei Haupthallen im vorderen Teil des Kaiserpalastes, die tragen alle das Wort oder Schriftzeichen Harmonie He im Titel. Nämlich das ist die erste und die wichtigste Halle, wo praktisch die ganzen großen staatlichen Aktivitäten stattfanden, ist die Halle der höchsten Harmonie. Dann in der Mitte haben wir dann halt eben auch mit dem Titel die Halle der Mitte und Harmonie, wobei das allerdings auch eine Anspielung ist auf das Zhongyong, auf Maß und Mitte. Und dann ganz hinten die Halle der Bewahrung der Harmonie. Hier sehen Sie diese Hallen. Vorne ist die Halle der höchsten Harmonie und dann hier die Halle der Mitte und Harmonie und Halle der Bewahrung der Harmonie. Also das nur, um halt eben anzudeuten, wie wichtig dieses Wort Harmonie im alten China gewesen ist. Das konfuzianische Regierungsideal war Regieren durch Vorbild, durch moralische Tugend des Herrschers. Und nach konfuzianischen Kriterien waren eigentlich nur tugendhafte Persönlichkeiten dazu geeignet, Führer im Gemeinwesen zu sein. Und im Gegensatz zu den sogenannten Legalisten oder auch Legisten manchmal bezeichnet, die Fatia, standen die Konfuzianer auf dem Standpunkt, dass man keine Gesetze brauchte, sondern man benötigt nur das Befolgen der Anstandsregeln, der rituellen Anstandsregeln, nämlich als äußere Manifestation von der Tugend, Güte oder Mitmenschlichkeit. Insofern ist halt eben auch der Konfuzianismus eine Erziehungstradition. Erziehung ganz, ganz wichtig, Erziehung zu einem moralisch guten Leben durch Erziehung von oben, von Lehrern, aber auch durch Selbstkultivierung, moralische Selbstkultivierung, die auf Chinesisch Xiuyang bezeichnet wurde. Ja. Insofern ist also Moralität ein ganz entscheidendes Element im konfuzianischen Regieren. Und insofern kann man auch die ganze konfuzianische Tradition zusammenfassen unter dem Stichwort Einheit von Politik und Moral. Nun komme ich zu diesen Leitvorstellungen einer idealen Gesellschaft, die auf ganz einflussreiche Textfragmente zurückgehen, die alle so aus dem Buch der Riten stammen. Hier auch wieder, wie wichtig der Terminus Riten ist im alten China. Ganz, ganz wesentlich. Und hier haben wir halt in den Textstücken die Vision einer Gesellschaft, wenn man so will, eines Ursozialismus. Und dies ist nun der Text, wo der Locus Classicus für dieses die Welt als gemeinsamer Besitz auftaucht. Da heißt es, zur Zeit, als der große Weg, als der große Weg herrschte, war die Welt gemeinsamer Besitz. Man wählte die tüchtigsten und fähigsten zu Führern. Man sprach die Wahrheit und pflegte die Eintracht. Darum liebten die Menschen nicht nur ihre eigenen Eltern und versorgten nicht nur ihre eigenen Kinder. Die Alten konnten in Ruhe ihrem Ende entgegensehen. Die kräftigen Männer hatten ihre Arbeit, die Witwer und Witwen, die Waisen und Kinderlosen und die Kranken hatten alle ihre Pflege. Das war die Zeit der großen Gemeinschaft. Shuwei Datong heißt es auf Chinesisch. Wie wichtig dieses geflügelte Wort Welt als gemeinsamer Besitz oder gemeinschaftlicher Besitz ist, das sieht man hier zum Beispiel am Mausoleum von Sun Yat-sen in Nanjing. Diejenigen, die es nicht so genau sehen können, das ist dort aufgeschrieben. Ja, und zwar von rechts nach links. Tianxia
Wacom. Ja. Oder man gehe zum Beispiel nach Boston, hier der Torbogen, der ins Chinatown führt, hat auch diesen Spruch aufgeschrieben. Für Sun Yat-sen war er ganz, ganz wesentlich. Nun waren die alten Chinesen allerdings auch klug genug, wenn man so will, um zu wissen, dass das eine Idealvorstellung war und dass es halt eben das Ideal immer schwer zu erreichen ist. Und deshalb geht dann der Text weiter. Dann heißt es, nun aber, da der große Weg sich verborgen hat, ist die Weltherrschaft Familienerbe geworden. Tian Xiaowei, ja. Jeder liebt zunächst seine Eltern, jeder ist besorgt für seine Kinder. Die Herrscher trafen infolgedessen ihren Auswahl der Sitten oder Riten. Diese Herrscher waren allzeit aufs Äußerste besorgt, um die Sitte, um die Gerechten ans Licht zu bringen, um der Güte Gestalt zu verleihen, die Verträglichkeit zu betonen und dem Volk zu zeigen, dass es feste Regeln gibt. Das heißt die Zeit des kleinen Wohlstands. Shiwei Xiao Kang. Also hier haben wir ganz wesentliche, nachwirkungsreiche Konzepte, nämlich einmal die Welt als gemeinschaftlicher Besitz, Tian Xiaowei Gong, dann den Ausdruck, die große Gemeinschaft, also das gleichsam das Ideal, das es irgendwann mal in der Vergangenheit gegeben hat. Und dann als Vorstufe zu dieser großen Gemeinschaft den kleinen Wohlstand, Xiao Kang. Und es ist interessant, dass der kleine Wohlstand, Xiao Kang, dass das der Kernbegriff ist des politischen Programms von Deng Xiaoping. Ja, und das ist eigentlich das, was man bis zu diesem Jahr 2021 auch erreichen will in China. Ja, eine Gesellschaft des kleinen Wohlstands oder bescheidenen Wohlstands manchmal auch übersetzt. Und die große Gemeinschaft, sagte ich schon, ist die Vision einer protosozialistischen Gesellschaft. Man könnte es fast als Urkommunismus bezeichnen. So sieht man, dass wir heute politische Zielvorstellungen haben, die einen ganz expliziten Bezug zu den alten konfuzianischen Schriften aufweisen. Um das konfuzianische Beamtenethos auch auf den Punkt zu bringen mit drei wichtigen Zitaten, zu denen ich am Schluss dann auch gerne wieder zurückkommen werde, ist halt eben sich um das Los des Landes und Volkes sorgen, Yoguo, Yomin, das ist das das soll einen konfuzianischen Edlen auszeichnen, sich um das Los des Landes und Volkes zu sorgen. Oder anders ausgedrückt, er soll sich das Wohl der ganzen Welt zur eigenen Aufgabe machen. Itianxia und Tiren. Und schließlich noch ein weiteres geflügeltes Wort, das Chinesen alle kennen. Bei uns ist es leider nicht bekannt. Es wäre schön, wenn es hier auch mehr Leute kennen würden. Nämlich sich zuerst mit den Sorgen der Welt sorgen und sich zuletzt mit den Freuden der Welt freuen. Xian tian xia zhi you er you, hou tian xia zhi le er le. Und ich will auch kurz mal den Ort bringen, in dem dieses Zitat angesiedelt ist. Es ist ein Text, der zu den gefeiertsten Texten im alten China gehört und die halt eben in China auch jeder Gymnasiast kennt, nämlich die Aufschrift auf dem Yueyang-Turm, Yueyang-Loji. Da heißt es von Fan Zhongyan, oft habe ich mich gefragt, worin die Alten in ihrer Güte anders waren als wir. Der Schein der Dinge machte sie nicht glücklich. Nicht traurig stimmte sie das eigene Leid. Wenn sie am Hof in hohen Ehren standen, erfüllte sie das Leid des Volks. Wenn sie verbannt an Seen wie diesem See, nämlich dem Dongtingsee, weilten, erfüllte sie der Schmerz um ihren Herrn. In Ehren litten sie und in Erniedrigung. Wann aber, frage ich, freuten sie sich denn? Sie würden sicher darauf sagen, sie sorgten sich zuerst mit den Sorgen der Welt und freuten sich zuletzt mit den Freuden der Welt. Ach, gäbe es nicht Menschen dieser Art. Wer sonst denn könnte weisen uns den Weg? Sie verstehen vielleicht, warum dieser Text so einen hohen Stellenwert in China auch noch heute hat. Es ist schade, dass solche wichtigen Texte aus der chinesischen Tradition bei uns so gut wie unbekannt sind. Hier ist übrigens der Ort, wo der Yueyang-Turm steht. Sie sehen ihn hier. Das ist, wo der Dongtingsee, der größte See Chinas, sich so gleichsam wieder
verengt zum Yangtze und dann weiter Richtung Meer rollt. Also, ich komme jetzt zum Ende dieses ersten Blocks zum Konfuzianismus als politische Philosophie. Wir sehen hier, dass wir ein konfuzianisches Regierungsideal haben, nämlich der einer Herrschaft für das Volk. Nicht durch das Volk, sondern für das Volk. Die Aufgabe der Intellektuellen in der konfuzianischen Tradition war halt eben, sich um das Wohl des Volkes zu kümmern. Denn das Volk war die Basis. Und dazu, zu diesem Dienst waren sie dann ausgewählt durch ein ausgeklügeltes Beamtenprüfungssystem, das allerdings allen offen stand, das halt eben noch bewundert wurde in Europa, als man davon hörte in der Zeit der Aufklärung. Das hatten die Jesuitenmissionare ja nach Europa gemeldet. Und dass halt eben China nicht regiert würde durch Adel und Klerus wie Europa, sondern halt eben durch Beamte, die durch ein Prüfungssystem in ihre Ämter kamen. Ja? Diese Beamten sollten halt eben auch einerseits loyal sein zum Herrscher, sie sollten aber auch kritisch sein, nämlich wenn er unmoralisches Verhalten zeigt. Insofern haben wir hier in China die Tradition einer Herrschaft durch eine Bildungselite, die halt eben durch dieses Prüfungssystem in ihre Ämter gekommen ist. Ja? Und so ein Herrschaftssystem bezeichnen wir heute als eine Meritokratie. Chinesisch also Jing Yin Zhangzhi. Ja? Und das Selbstverständnis dieser Bildungselite war, dass sie Vertreter des gemeinen Volkes war. Insofern anders als in der europäischen Tradition, alten Griechenland, die Selbstbeteiligung des Volkes an der Regierung war in China nie ein Thema gewesen. Kommen wir natürlich nachher nochmal zurück zu diesem Punkt im Zusammenhang Konfuzianismus und Demokratie. Nun, was ich Ihnen vorgezeichnet habe, ist natürlich ein ideales Bild des Konfuzianismus. Er ist halt ein reicher Fundus an sehr positiven kulturellen Ressourcen. Aber wie mit jeder Lehre bekommen wir einen Konflikt zwischen Ideal und Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit, die lässt sich halt eben in Anlehnung an einen Sozialismus, den wir hier auch auf deutschem Boden mal eine Zeit lang hatten, als real existierend bezeichnen. Ja. Insofern gab es natürlich auch ganz, ganz heftige Kritik am Konfuzianismus. Und man kann sogar sagen, dass die Kritik am Konfuzianismus der Cantus Firmus der ganzen Modernisierungsperiode Chinas gewesen ist. Also er äußert sich zum ersten Mal ganz lautstark in der neuen Kulturbewegung von 1919, die als 4. Mai-Bewegung bekannt geworden ist und lebt den Höhepunkt in der Kulturrevolution, nämlich 1976 bis 66 bis 76. Hat aber inzwischen abgeebbt. Ja? Denn die Kritik, die ist natürlich in vieler Hinsicht berechtigt, aber man kann gleichwohl die Sinnhaftigkeit des Verwerfens der ganzen traditionellen ethischen und politischen Ressourcen in Frage stellen. Und das wird heute natürlich immer mehr getan. Es stellt sich überhaupt die Frage, wie politisch der Konfuzianismus sein soll. Es wird sehr kontrovers diskutiert. Einer der wichtigsten konfuzianischen Figuren heute ist ja Du Weiming, der früher an der Harvard-Universität China lehrte, dann davor eigentlich in Taiwan groß geworden war, aber inzwischen in Peking an der Beida ist. Und seine Position ist, dass der Konfuzianismus eine spirituelle Tradition ist. Das Ziel des Konfuzianismus ist die Vervollkommnung des Menschen durch das, was ich ja auch schon angeführt habe, die geistig-moralische Selbstkultivierung jedes Einzelnen. Und er sieht das Zusammenwirken von Konfuzianismus und Politik in der Vergangenheit eher unheilvoll und vergleicht es halt eben eher mit dem Zusammenwirken von Religion und Politik in der europäischen Geschichte. Aber es gibt gleichwohl den Zusammenhang von Konfuzianismus und Politik. Sun Yat-sen habe ich schon erwähnt, den Gründervater der Republik China,
der leider sehr früh gestorben ist, 1925, also nur wenige Jahre nach der Revolution. Und seine Lehre von den drei Volksprinzipien, was wir als Sanmenjuyi kennen, nämlich Volksgemeinschaft, Volksrecht und Volkswohl, hier auch wieder dick unterstrichen, da hat er westliches politisches Denken adaptiert für chinesische Verhältnisse, für chinesisch-konfuzianische Verhältnisse, muss man sagen. Es gibt heute eine wichtige Figur namens Jiang Qing, der ganz wesentlich dafür wirbt, den Konfuzianismus auch nochmal politisch zu verstehen. Er hat ein Buch geschrieben in der Übersetzung Politischer Konfuzianismus, die Umwandlung, besondere Bedeutung und Entwicklung des heutigen Konfuzianismus. Er hat einen wichtigen Fürsprecher, halt eben auch unter den westlichen Sinologen, nämlich den Kanadier Daniel Bell, der lange Zeit an der Tsinghua Daihe gelehrt hat. Inzwischen ist er, glaube ich, nach Qingdao gewechselt. Holen wir mal eins seiner letzten Bücher, The China Model, Political Meritocracy and the Limits of Democracy, wo er halt eben auch über Jiang Qing das Buch schreibt. Ich komme zum zweiten Block, nämlich Konfuzianismus und Marxismus. Hier haben Sie unsere zwei Protagonisten, Konfuzius und Marx, und zwar dargestellt vom gleichen Bildhauer, nämlich von Wu Weishan. Links dieses Bildnis oder dieses Standbild von Konfuzius stand mal ein paar Wochen auf dem Platz des Himmlischen Friedens, als ich gerade in Peking war und habe dann halt eben noch das Bild knipsen können. Inzwischen ist es in ein Museum gewandert. Und das andere, das ist, steht hier in meiner Stadt, nämlich in Trier. Das wurde vor 2-3 Jahren halt eben als Geschenk Chinas an die Geburtsstadt von Marx in Trier aufgestellt, also auch von Wu Weishan. Nun, zum Marxismus brauche ich ja hierzulande eigentlich nicht viel zu sagen. Trotzdem möchte ich mal kurz zusammenfassen, um halt eben noch das Folgende besser verdeutlichen zu können. Er ist ja ein ganz wesentliches Produkt der europäischen Aufklärung, französischen Revolution. Man sagt ihm drei Quellen nach, nämlich englische politische Ökonomie, den französischen Republikanismus, vor allem aber den deutschen philosophischen Idealismus. Natürlich in erster Linie Hegels Geschichtsphilosophie. Wichtig ist halt eben, dass der Marxismus keine Philosophie sein will, sondern eine ökonomische und soziopolitische Theorie. Marx hat versucht, die Wirkungsgesetze des Kapitalismus zu analysieren, und zwar im Rahmen der industriellen Revolution und einer beginnenden globalisierten Wirtschaft, und ist dabei zu wirklich tollen Erkenntnissen gekommen. Insofern haben wir hier eine politische Ökonomie, und der Marxismus ist eine Kritik, und ganz wohlgemerkt, er ist keine Ethik. Ja? Er will Wissenschaft sein, aber man muss sagen, es ist ja auch nur eine Pseudo-Wissenschaft, hat den Anspruch auf universelle Gültigkeit, nämlich Marx und Engels glaubten ja, Entwicklungsgesetze gleichsam als Naturgesetze zu entdecken, zum Beispiel von der Akkumulation des Kapitals. Insofern gibt es ja von Engels eine Schrift mit dem bezeichnenden Titel von 1880, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zu Wissenschaft. Ja. Man hat also geglaubt, man habe hier wissenschaftliche Erkenntnisse, und man hat ja auch geglaubt, dass die Revolution kommen müsse. Sei so sicher wie das Amen in der Kirche. Die weiteren und komplexeren Entwicklungen will ich nur hier kurz stichwortartig erwähnen im Marxismus. Leninismus, ganz, ganz wesentlich, was Lenin noch dazu getan hat, von Stalinismus ganz zu schweigen, und natürlich dann vom Maoismus und dem chinesischen Marxismus. Nun ist der Marxismus seit ca. 100 Jahren ideologische Basis in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichem Erfolg, das überlasse ich Ihnen, das zu ermessen. Wichtig ist jedenfalls, dass der Marxismus in China sinisiert wurde. Das heißt, er wurde adaptiert, er wurde angepasst an chinesische Verhältnisse. Ja? Insofern war er in den Worten des berühmten postkolonialen Gelehrten Edward Said eine Traveling Theory, eine Theorie, die gewandert ist von West nach Ost. Und im Jahre 1921, also vor genau
100 Jahren, als die KP Chinas gegründet wurde, war so im Grunde nur Bruchstücke von Marx übersetzt und bekannt. Und Mao kannte, der gehört ja zur Gründungsgruppe, kannte Marx kaum. Er lernte ihn erst in den 1930er Jahren durch stalinistische Interpretationen kennen. Und wichtig ist halt eben bei Mao, dass er mit dem Marxismus Bezug nimmt auf eine internationalistische Ideologie, aber zum Zwecke eines nationalen und antikolonialistischen Befreiungskampfes. Ja? Da sehen Sie schon den Drall der Sinisierung. Und die Mao Zedong-Ideen, der Kern der Mao Zedong-Ideen, der ja heute noch hochgehalten wird als ein ganz wesentlicher Teil des chinesischen Kommunismus, bedeutet eigentlich nichts anderes, dass der Marxismus an chinesische Verhältnisse angepasst werden muss, dass er sinisiert werden muss. Und hier ein entsprechendes Zitat von 1940 von Mao. Da heißt es, es ist falsch, sich für eine allumfassende Verwestlichung einzusetzen. Schon in der Vergangenheit hat China viel durch die formalistische Übernahme fremder Sachen gelitten. Auf ähnliche Probleme stößt die Kommunistische Partei Chinas bei der Anwendung des Marxismus in unserem Land. In diesem Prozess müssen wir die universellen Prinzipien des Marxismus konstruktiv und vernünftig mit den konkreten Bedingungen und der revolutionären Praxis Chinas vereinigen. Das heißt aber auch, dass Marxismus hier mit den spezifischen Besonderheiten des chinesischen Volkes verbunden werden muss. Er kann für uns nur unter Berücksichtigung bestimmter nationaler Formen nützlich sein. Wir können ihn nicht in seiner jetzigen Form als etwas Allgemeines oder überall Geltendes übernehmen. Also dieses Zitat kann man nicht dick genug unterstreichen, wenn man das heutige China verstehen will. Ja? Also mit anderen Worten, was in China in Form von Marxismus läuft, das ist nicht der Marxismus, den sich unser Karl Marx hier in Trier ausgedacht hat, sondern etwas, was an chinesische Verhältnisse angepasst worden ist. Und das Ergebnis von Sinisierung hat dann auch zur Folge, und das führt zu vielen Missverständnissen zwischen chinesischen Intellektuellen und westlichen Intellektuellen, dass die chinesischen Intellektuellen oft etwas anderes meinen, wenn sie unsere politisch-philosophischen Begriffe benutzen. Wenn sie von Dialektik reden, ist das etwas anderes. Dann beziehen sie sich auf letztlich auch auf das Yin-Yang-Schema, nämlich ihre eigene Dialektik. Materialismus ebenfalls mit Qi zu tun. Demokratie, völlig anderes Verständnis von Demokratie. Auch ein anderes Verständnis von Staat, nämlich nicht nach dem Vertragsmodell, wie das im Westen gewachsen ist. Auch wenn sie von Offenheit reden oder von Marxismus. Sie verstehen etwas anderes darunter. Und in diesem Zusammenhang vielleicht ein schönes, passendes chinesisches Sprichwort. Es ist so, wie wenn ein Huhn zu einer Ente spricht. Ja? Ja. Das Huhn und die Ente, die mögen irgendwie ähnlich aussehen, aber sie schnattern und gackern irgendwie doch ziemlich unterschiedlich. Es stellt sich die Frage, warum die chinesischen Intellektuellen den Marxismus so breitwillig angenommen haben. Und da kann man die Ähnlichkeiten zwischen beiden Lehren mal versuchen, ein bisschen aufleuchten zu lassen. Ich habe ja verschiedene Punkte hier in meinem ersten Blog erwähnt. Volk als Basis, Welt als gemeinschaftlicher Besitz, Ziel, Gesellschaft des kleinen Wohlstands. Auch im, vor allem im Neokonfuzianismus rangieren die allgemeinen Interessen, die Kung-Interessen vor den privat-egoistischen Interessen. Und Kommunismus, wenn man das Wort mal, wie es chinesisch übersetzt worden ist, nämlich Gongshan-Zhu-Yi, wenn man das zurück ins Deutsche übersetzt, würde es sich übersetzen als Lehre vom gemeinsamen Besitz. Ja? Dann holen Sie die Schlüsselformulierung von Mao, dem Volk dienen. Und dann der Kult um Mao, halt eben, dass er wie ein weiser Herrscher im Konfuzianismus verehrt wurde. Jetzt erleben wir das ja auch ein bisschen in veränderter Weise mit Xi Jinping. Jedenfalls, wir haben mit dem Marxismus dann die Übernahme, so wurde jedenfalls damals vermutet, des fortschrittlichsten westlichen Denkens in China. Ja, das wollte man, man wollte so gleichsam Leapfrogging machen,
also einen großen Froschsprung machen, in das fortschrittlichste westliche Denken rüberspringen nach der Oktoberrevolution. Und hier ein Zitat dazu von William Pfaff, der leider nun schon gestorben ist, aber der lange Zeit für die International Herald Tribune ein ganz toller Kolumnist gewesen ist. Er schrieb hier, die kommunistischen Führer machten Gebrauch vom Marxismus-Leninismus, einer fortschrittlichen westlichen millenaristischen und revolutionären Ideologie. Millenaristisch bedeutet halt eben Endzeit erwartenden revolutionären Ideologie, die versprach, die Gesellschaft in ein neues Zeitalter zu transportieren. Und zwar weit voraus, nicht nur im Vergleich zu den etablierten und scheinbar reaktionären Königtümern und Kulturen Asiens, sondern auch zum bourgeoisen Kapitalismus und Imperialismus des existierenden Westens. Die chinesischen, vietnamesischen und anderen asiatischen kommunistischen Bewegungen fühlten sich inspiriert zu glauben, dass sie sozusagen über die imperialistischen und kapitalistischen Stadien in Marx-historischem Schema springen könnten, um so durch die Annahme der marxistisch-leninistischen Doktrin und Organisation kommunistischer Gesellschaften in einer postmodernen Zukunft anzukommen. Das trifft also auch ganz ausgesprochen für China zu. Nun auch ein paar Ähnlichkeiten weitergeführt bei der Lehren. Wir haben halt eben eine Regierungsform, wo halt eben die Elite das Sagen hat. Im Konfuzianismus waren es die konfuzianischen Beamte, im Marxismus-Leninismus die Revolutionären, die Bolschewiki, die Sowjets, die Räte, ja. Beide Lehren Praxis gesellschaftsorientiert, beiden fehlt Interesse an überirdischen oder kultisch-religiösen Dingen. Beides könnte man als Zivilreligionen bezeichnen. Und in dem Zusammenhang auch ein paar religiöse Elemente im Konfuzianismus, die ja immer die gerne übersehen werden. Erstens mal ist der Konfuzianismus eine Morallehre. Ja? Und wenn man bedenkt, dass ich gehöre zu der Generation, die ja halt eben noch richtig christlich erzogen wurde. Wir haben halt eben als Kinder die Moral über das Christentum gelernt. Ja? Und hier das funktionale Äquivalent zum Christentum im Konfuzianismus. Dann gibt es Konfuzius-Tempel. Es gibt einen Staatskult mit Ritualen. Es gibt kanonische Schriften. Und last but not least, der Konfuzianismus ist in Indonesien eine staatlich anerkannte Religion. Ich war vor ein paar Jahren dort in Jakarta zu einer Tagung, die genau dies zum Thema hatte. Da habe ich das auch erst kennengelernt. Ja, es ist dort die Religion der Überseechinesen. Wobei nicht Konfuzius der Gott ist, der so gleichsam die wichtigste Autorität ist, sondern der Himmel, Tien. Ja, die Gebete richten sich an den Himmel. Wir haben hier Konfuzianisches im chinesischen Marxismus, zum Beispiel bei Liu Shaoqi. Das war ja der wichtigste Gegenspieler von Mao in der Kulturrevolution, der dann auch 69 im Gefängnis umgekommen ist. Und er hat in Jännern noch, in der Zeit von Jännern, ein Buch geschrieben über die Selbstkultivierung eines Kommunisten. Ja. Buch kann man auf Deutsch halt eben auch im Internet ganz finden, ist übersetzt von. Dann gibt es hier andere religiöse Elemente im Marxismus-Leninismus, das will ich nur so ein bisschen als Fußnote hier bringen, aber es scheint mir nicht uninteressant zu sein. Wir haben halt eben Geschichtsbilder, die ähnlich sind. Also in beiden Fällen haben wir die Urgesellschaft, die paradiesisch ist, und in beiden Fällen haben wir Endzeiterwartungen, das, was ich als Millenarismus bezeichnet habe. Die Revolution muss kommen, im Marxismus, dann haben wir wieder das Paradies. Wir haben die Sakralisierung von Führern, wir haben gleichsam eine Dreifaltigkeit von Marx, Engels und Lenin, später kommen noch andere hinzu. Wir haben heilige bzw. kanonische Schriften, Dogmen, Doktrinen. Das Kapital wurde mal von August Bebel, einem der Gründer der Sozialdemokratischen Partei,
in Deutschland als die Bibel der Arbeiterbewegung bezeichnen, haben Kulte um die rote Fahne, Unsterblichkeitskulte, Einbalsamierungen. Die Arbeiterklasse wurde als das Gottesvolk gesehen, um noch einen anderen wichtigen Sozialdemokraten hier in Deutschland zu zitieren, nämlich Ferdinand Lassalle. Er schrieb also zur Arbeiterklasse, sie ist der Fels, auf welchen die Kirche der Gegenwart gebaut werden soll. Wir haben Märtyrer der Bewegung, die Bolschewiki, so schreibt jedenfalls Gerd Köhnen, waren vergleichbar zu mittelalterlichen Ordensrittern. Glaube war wichtig als Gehorsam gegenüber Lehren der Partei. Im Lebenswandel haben wir die Armut, die tugendhaft, im Christentum ist proletarisch tugendhaft, im Marxismus der Reichtum kapitalistisch lasterhaft. Und last but not least, wir haben das Töten zu einem guten Zweck, nämlich von Heretikern, Ungläubigen, Feinden, Insektenkriegen und so weiter. Hier sehen Sie, dass sogar manches Äußerliche auch angepasst wurde. Wir haben vergleichbare Auseinanderentwicklungen zwischen der ursprünglichen Lehre, sowohl in den Evangelien als auch bei Marx, und der real existierenden Ausprägung, sowohl in der Kirche als auch im Marxismus. Der Marxismus-Leninismus stellt im Grunde ein säkulares Glaubenssystem dar, eine säkulare Utopie, nämlich ein säkularer, wissenschaftlicher, in Anführungszeichen, Millenarismus. Entspricht dem, was der berühmte polnische Politologe oder Philosoph, politische Philosoph Leszek Kolakowski geschrieben hat, nämlich sei eine Erlösungslehre, eine Soteriologie, eine Lehre der Selbsterlösung der Menschen aus ihrem irdischen Jammertal. Hier in dem Zusammenhang noch zum Schluss dieser längeren Fußnote ein Bonmot Karl Marx. Das kennen wir ja alle, das Bonmot Religion sei Opium des Volkes. Raymond Aron, ein berühmter französischer Intellektueller, hat in den 1950er Jahren ein berühmt gewordenes Buch geschrieben, wo er halt eben das Marx, den vom Marxismus als vom Opium der Intellektuellen schreibt. Ja. Vor allem halt eben in der Phase, wo man über die Gräueltaten unter Stalin schon Bescheid wusste und sich trotzdem irgendwie einlösen ließ. Nun, das nur zur Vergangenheit. Jetzt kommen wir wieder in die Gegenwart, nämlich wie sieht der Konfuzianismus und die marxistische Politik Chinas heute aus? Wir haben heute einen zentralen Einheitsstaat in China, und zwar in gewisser Weise in der Kontinuität des Kaiserreiches. Und das schreiben auch Michel Aglietta und Guo Bai, dass die KP Chinas die früher durch den Kaiser personifizierte Legitimität wiederhergestellt habe. Ja? Wir haben heute politische Ziele, die sich ausgesprochen auf konfuzianische Idealbilder beziehen, nämlich das Erreichen einer Gesellschaft des kleinen Wohlstands, habe ich schon gesagt, soll in diesem Jahr erreicht werden. Und dann bis zum 100-Jahr-Feier der Volksrepublik, nämlich 2049, eine harmonische Gesellschaft, aber auch eine harmonische Weltordnung, kirchliche Rollen. Ja. Also hier sehen Sie, dass die konfuzianische Kulturtradition heute bekräftigt wird von den kommunistischen Führern. Das im scharfen Gegensatz zu Mao, der sie ja halt eben in der Kulturrevolution zum Schluss noch wirklich völlig über Bord werfen wollte. Ja. Der Konfuzius wird ja inzwischen auch als nationales Erbe verehrt. Wir machen ja jetzt gerade einen Vortrag im Rahmen eines Konfuzius-Instituts. Man hätte sie auch anders nennen können, Sun Yat-sen-Institute, Mao Zedong-Institut, Deng Xiaoping-Institut oder wie auch immer. Ja, nein, Konfuzius-Institut. Insofern steht das halt eben auch dafür, wie man versucht, sich an das kulturelle Erbe nun wieder, oder wie man das kulturelle Erbe wieder erschließen will. Und auch ein kulturelles Selbstbewusstsein wiedergewinnen will. Das ja seit 150 Jahren, seit den Opiumkriegen, sehr, sehr stark gelitten hat. Und man hat halt heute auch den Konsens, dass der Marxismus chinesischer Prägung, also der sinisierte Marxismus, dass der China vorangebracht hat, dass die Weltstellung Chinas heute dem zu schulden ist. Das ist weitgehender Konsens in China. Und halt eben
So könnte man ja fragen, so könnte das Kürzel Kommunistische Partei Chinas, KPCH, vielleicht auch stehen für Konfuzianische Partei Chinas. Ja? Kishore Mahbubani, den ich als Autor nur wärmstens empfehlen kann, hier mit seinem Buch, das ich da unten im Titel habe, ist China Won, The Chinese Challenge to American Primacy. Übrigens, Mahbubani, ein berühmter, großer Diplomat von Singapur, und sehr viele, sehr beeindruckende Bücher geschrieben. Der hat das Kürzel CCP, nämlich CCP, das ja generell für Chinese Communist Party steht, interpretiert als Chinese Civilization Party. Das ist halt eben der Kommunistischen Partei Chinas darum geht, die chinesische Zivilisation wieder aufzurichten. Als Zivilisation. Nicht unbedingt als Konfuzianismus, als Zivilisation. Deshalb CCP. Insofern haben wir die Regierung durch die Kommunistische Partei, haben wir einerseits haben wir als eine Fortführung einer konfuzianischen Meritokratie, nämlich die Regierung einer sich selbst verstehenden ideologischen Elite, nur mit einer geänderten Diskursordnung, nicht mehr dem Konfuzianismus, sondern dem sinisierten Marxismus. Allerdings muss man auch sagen, ein bisschen Kritik darf ja sein, dass sie geführt wird im Stil traditioneller Geheimbünde. Ja, halt eben, was Intransparenz angeht und mit Problemen ähnlich zum real existierenden Konfuzianismus. Also insofern haben wir durchaus hier auch Ideal versus Wirklichkeit als Konfliktbereich. Ich komme dann mit zum letzten Punkt. Es stellt sich die Frage, ob westliche demokratische oder das westliche demokratische System Modell als Blaupausen für China gelten können. Wir haben ja gehört, dass Konfuzianismus durchaus kompatibel mit Demokratie sein kann. Das, nämlich wir haben eine Regierung für das Volk. Die meisten von Ihnen kennen Abraham Lincoln, Gettysburg Address, Democracy, by the people, of the people and for the people. Also von diesen drei Kriterien erfüllt der Konfuzianismus auf jeden Fall das für das Volk, nämlich weil die Volk das, die Basis ist. Allerdings muss man schon sagen, dass die Demokratie eine europäische Tradition ist, heute mit globaler normativer Bedeutung. Ich habe das fett gedruckt, denn wir wissen ja, dass manche Länder versuchen, die Demokratie halt eben auch durch Bombardierung bestimmter Länder zu erreichen. Also so viel zum normativen Druck. Man muss auch sagen, dass erfolgreiche Demokratien begünstigt werden, zum Beispiel bei uns im Westen durch entsprechende Traditionen, dadurch, dass wir seit langem eine Streitkultur haben, dass wir eine republikanische, liberalistische Tradition haben, dass wir eine große Mittelschicht haben, die nach Mitbestimmung verlangt. Und dass wir gegenüber China vielleicht falsche Erwartungen hegten, nämlich aufgrund von Modernisierungstheorien, nämlich dass wir glaubten, eine kapitalistische Wirtschaft würde halt eben notwendigerweise demokratische Verhältnisse erzeugen. Das hat sich als Fehlerwartung erwiesen. Wir müssen allerdings auch sehen, dass China ganz andere politische Traditionen und Erfahrungen hat. Wir haben halt eben die Tradition einer Regierung durch eine Beamtenelite, was ich als Meritokratie bezeichnet habe. Wir haben auch eine Tradition von politischer Vormundschaft, ja, Xunzhang-Tiche, beziehungsweise Entwicklungsdiktatur. Das war so im Vormodernen, aber auch am Beginn des modernen China. Sun Yat-sen hat das ausdrücklich gefordert. Das haben wir eine Zeit lang in Taiwan gehabt. Das haben wir in Singapur gehabt, Hongkong, auch in Korea. Und wir haben auch eine Tradition politischer Konsultation. Ja? Das ist so die andere Form der Partizipation. Die meisten wissen das ja nicht. Die zweite Kammer in China ist halt eben die politische Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, neben dem Volkskongress, ja, in dem bestimmte Figuren der Zivilregierung drin sitzen. Und die gibt es also eben auch auf Provinzebene. Und hier herrscht viel Beratung. Ja, also politische Beratung. Es ist also ein
ein responsive authoritarianism, wie es ein amerikanischer Kollege in Form eines Buches beschrieb. Also eine autoritäre Regierung, die aber sehr stark irgendwie zuhört, was los ist. Und die jüngsten Entwicklungen Chinas lassen sich hier zusammenfassen, halt eben auch mit dem Buch von Yuke Ping, der hat ein Buch gemacht, Demokratie ist eine gute Sache, wobei er aber, wie gesagt, was ich vorher sagte, zwischen Hühnern und Enten unter Demokratie wieder etwas anderes versteht. Er hat zu diesem Thema übrigens bei uns im Karl-Marx-Haus vor circa 10 Jahren, ja, 10 Jahren muss es ungefähr gewesen sein, einen Vortrag gehalten. Wie dem auch sei, wir haben durchaus Entwicklungen hin zu Demokratie, zum Beispiel zu Wahlen von lokalen Kongressen, auch Anfänge von innerparteilicher Demokratie, die allerdings inzwischen leider etwas zurückgenommen wurde, auch Anfänge einer Zivilgesellschaft, auch Dorfwahlen und so weiter. Wichtig ist aber, dass wir keine Forderung haben zur Nachahmung der westlichen Demokratie, westlichen Pluralismus und Individualismus, sondern die Suche nach einem Demokratiemodell, das der chinesischen Wirklichkeit gerecht wird. Und dieses chinesische Demokratiemodell könnte man eher bezeichnen als Good Governance auf Englisch, Neudeutsch, oder Herrschaft ehrlicher Technokraten. Also diese Meritokratie ist auch eine Technokratie, also eine Herrschaft von ehrlich, also hier kommen ethische Gesichtspunkte ins Spiel, so soll es jedenfalls sein, Technokraten. Jedenfalls ist die sozialistische Demokratie keine freie Bürgergesellschaft wie bei uns im Westen. Es herrscht halt weitgehend Konsens unter chinesischen Intellektuellen, dass die Form der westlichen repräsentativen Demokratie für China eigentlich keine Option darstellt. Da stellt sich die Frage nach der Macht des Volkswillens. Was ist das Volk dann in diesem Fall? Vor allem halt eben auch die Bildung des Volkes. Ja, ist das dann der Wille von der großen, riesigen Landbevölkerung? Ist es der Wille von Wanderarbeitern? Und insofern herrscht unter den chinesischen Intellektuellen weitgehender Konsens, dass eigentlich nur eine Elite geeignet sei, die Anliegen des Volkes zu vertreten. Wie das halt eben in der traditionellen Meritokratie schon so gewesen ist. Die chinesische Demokratie, wenn man sie so dann bezeichnen will, die hat eine Priorität, nämlich auf einem starken Staat, einem stabilen System, vor allem sozialer Stabilität. Man will einen modernen Staat mit langfristiger Planung aufbauen. Das haben wir in diesen Zielen, die gesetzt worden sind, mit 21 und halt eben noch 2049. Man hat das Ziel einer funktionierenden Wirtschaft, die vor allem der Wohlstandsvermehrung dienen soll und ganz, ganz wichtig, der Armutsbekämpfung. Ja, das ist sowieso das Gebiet, auf dem China ja die größten Erfolge vorzuweisen hat. Man sagt ja, seit Beginn der Deng Xiaopingschen Reformen, also Ende der 70er Jahre bis heute, gut 40 Jahre, seien so 700 Millionen plus minus Menschen aus der ärmsten Armut befreit worden. Das ist tatsächlich ein beispielloser Vorgang in der Menschheitsgeschichte. So eine Beendigung von ärmster Armut für so viele Leute. Wir haben einen gewissen Spielraum für Zivilgesellschaften, auch einige individuelle Freiheitsrechte, aber das ist nicht das Wesentliche. Die Einzelinteressen, die haben in dieser Form von Demokratie hinter den Interessen der Gemeinschaft zu rangieren, hinter den Interessen des Landes. Und die Legitimität der Regierung ist halt eben nicht durch Wahlen gewährleistet, sondern durch die staatliche Leistungsfähigkeit, inwieweit sie Ordnung gewähren kann, ein stabiles System, Armutsbekämpfung, Wohlstandsmehrung. Ja. Ja,
Insofern kann man sich fragen, ob sich hier eine eigene Form der Demokratie herausbildet, angepasst an chinesische Verhältnisse, mit eigenem chinesischen Gesicht, orientiert an kulturellen Besonderheiten, Einsetzen eigener kulturell-politischer Ressourcen, die ich alle erwähnt habe. Vielleicht analog zum sinisierten Marxismus von Mao Zedong, halt eben auch eine sinisierte Form von Demokratie, analog übrigens auch zu dem sinisierten Buddhismus. Der Buddhismus wurde ja auch ganz wesentlich verändert durch die eigenen chinesischen Traditionen, nicht das, was er in Indien mal gewesen ist. Heute haben wir einfach de facto eine von einer meritokratischen Elite gelenkte Modernisierungs- und Entwicklungsdiktatur. Insofern könnte man das Fernziel vielleicht als linken Konfuzianismus bezeichnen, vielleicht als ein Mix Konfuzianismus, Marxismus und Demokratie. Sie sehen die zwei Fragezeichen, die dahinter stehen. Also das ist, wohin sich das genau entwickelt, wissen wir nicht, aber es könnte sein, dass es in diese Richtung meandert. Wichtig ist mir hier folgender Punkt, nämlich, dass sich politische Systeme spezifisch aus einem lokalen und historischen Umfeld heraus entwickeln. Und das gilt nicht nur für die USA, dafür spricht nämlich hier Michael Sandel, einer der ganz, ganz wichtig oder der wichtigsten politischen Philosophen der Gegenwart, so zu den sogenannten Kommunitariern gehört. Er hat da geschrieben in seinem Buch Democracy's Discontent, der Verlust der Fähigkeit zu einer geschichtlichen Überlieferung würde auf eine völlige Entmachtung des menschlichen Subjekts hinauslaufen. Denn ohne geschichtliche Erzählung gibt es keine Kontinuität zwischen Vergangenheit und Gegenwart und deshalb keine Verantwortung und deshalb keine Möglichkeit gemeinschaftlichen Handelns zum Zwecke einer eigenen Regierung. Also, was auch immer sich in China herausbildet, wird eine Verbindung zur eigenen Tradition besitzen. Insofern wird Chinas Suche nach dem eigenen Weg zur Demokratie wird angepasst sein an die spezifische Situation, sei es geografisch, sei es historisch, an die spezifischen Probleme, die riesige Bevölkerung, 1.400 Millionen Menschen, das muss man sich mal vorstellen. Wir haben hier mal gerade ein paar 80 Millionen, ein paar mehr. Dann die spezifische Kultur des Landes. Man muss auch immer wieder betonen, dass die chinesischen Intellektuellen seit der Zeit des Opiumkrieges um Eigenständigkeit in der politischen Entwicklung bemüht sind. Sie suchen eine gute Mischung von chinesischen und westlichen Elementen. Und um nochmal Michel Aglietta und Guo Bai zu zitieren, sie sagen, der Kern des traditionellen chinesischen Systems war eine nach den ethischen Prinzipien des Konfuzianismus kontrollierte Bürokratie. Und sie schreiben, bei der Auswahl und Gewinnung der Eliten heute muss die Ethik auch Oberhand gewinnen. Und das führt mich dann nun zu meinen letzten zwei, drei Folien. Ist die Frage nämlich, wie sinnvoll überhaupt ethische Fragestellungen aus der konfuzianischen Tradition sind in Bezug auf die Probleme der chinesischen Gegenwart. Und nun will ich noch einmal in dieser Übersicht von traditionellen und aktuellen Konfliktlinien ein paar geflügelte Worte vornehmen und sie in einen modernen, heutigen Zusammenhang stellen. Nämlich, ich habe davon gesprochen, dass das konfuzianische Ethos war, die Welt als gemeinschaftlichen Besitz zu sehen. Ja? Das Gegenteil war halt eben die Welt als Familienerbe. Ja? Das betrifft halt eben das Wohl des Volkes oder das Wohl von wenigen Reichen, wenigen Parteimitgliedern, betrifft die Probleme der Korruption. Also diese Dinge, die lassen sich alle halt eben auch in das heutige China extrapolieren. Oder sich das Wohl der ganzen Welt zur Aufgabe machen, die Tianxia Wei Tiren. Oder sich das eigene, auch das eigene nationale Wohl nur zur Aufgabe machen. Das betrifft Themen wie Nationalismus, das betrifft Konflikte über Seegebiete, das betrifft globale Umweltziele, das betrifft das Thema, große Thema Klima. Harmonische Gesellschaft.
Ja, das betrifft halt eben die Frage, ob es gelingt, eine Gesellschaft mit mehr sozialer Gerechtigkeit zu schaffen. Es betrifft halt eben auch die Rückführung der Schere zwischen Arm und Reich, halt auch betrifft die Lösung der Konflikte mit nationalen Minderheiten. Mitmenschliche Regierung oder Weg des Gewaltherrschers, das betrifft halt eben auch Themen wie politische Willkür oder Regierung gemäß Verfassung, betrifft den Umgang mit politischen Abweichern. Und last but not least, ob die KP eine echte Meritokratie ist oder ob nicht hin und wieder doch auch die Geheimpunktation durchschlägt. Ne? Das betrifft Fehlen von Transparenz, von Rechenschaft, betrifft Herrschaft des Rechts und so weiter. Also, so komme ich zu meinem Fazit. Ob die Demokratie nach westlichem Muster, ob das für ein Land mit 1.400 Millionen Menschen die beste Lösung ist, mit halt eben wirtschaftlichen, sozialen Problemen entsprechender Größenordnung, das ist eine große Frage. Ja, ich überlasse Ihnen das selber, diese Frage für sich zu beantworten. Wie dem auch sei, also so wie ich das sehe, und damit komme ich zum Schluss, sehe ich die Zukunftschancen für das gegenwärtige Modell China, die sehe ich als nicht schlechter an, wenn China sich auch an den eigenen traditionalen Idealvorstellungen orientieren würde, die ich Ihnen jetzt ja vorgestellt habe. Und dann vielleicht die bestehende Meritokratie behutsam in rechtsstaatlicher und partizipatorischer Weise ausbauen könnte. Wie dem auch sei, an der Lösung traditioneller Spannung wird sich vielleicht auch das weitere Schicksal Chinas entscheiden. Damit danke ich Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben. Vielen Dank, Professor Pohl, für diesen sehr, sehr interessanten Vortrag. Ich möchte Sie jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch mal einladen, die F&A-Funktion zu nutzen, um Ihre Fragen zu stellen. Und sind auch schon 4 Fragen eingegangen und die würde ich Ihnen jetzt, Herr Professor Pohl, nacheinander stellen zur Beantwortung. Inzwischen sind es schon 5 Fragen. Genau. Die erste Frage ist, gilt das System der Meritokratie auch für das derzeitige Regierungssystem oder wird die politische Elite anders gebildet? Also Meritokratie bedeutet ja Regierung durch eine Elite. Und heute ist es ja nun so, erstens mal, dass die Kommunistische Partei, dass die sich als eine Eliteorganisation versteht. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, Mitglied in der Kommunistischen Partei zu werden. Es ist ja keine Partei, sagen wir mal hier, wenn Sie, sagen wir mal, bei den Grünen Mitglied werden wollen, dann gehen Sie ins nächste Parteibüro der Grünen und lassen sich einen Aufnahmeantrag aushändigen und dann schreiben Sie den und fertig sind Sie Mitglied. Ja? Mit der Kommunistischen Partei Chinas ist das nicht so. Da werden Sie auf Herz und Nieren geprüft. Wenn Sie Student sind, dann werden Ihre Kommilitonen befragt, wie engagiert Sie sind, was Sie halt eben tun. Nebenher auch noch, wenn Sie sonst irgendwo arbeiten, dann werden Ihre Arbeitskollegen befragt und so weiter. Also es ist nicht einfach. Bei Carrie Brown in seinem Buch Die Welt des Xi Jinping, das ich übrigens auch sehr, sehr gut finde, war, glaube ich, zu lesen, dass Xi Jinping 6-mal oder 7-mal versucht hat, Mitglied zu werden und halt eben es nicht immer geklappt hat. Dann es ist halt eben auch wichtig zu wissen, was in Bezug auf Meritokratie, dass es China heute gelingt, die besten Köpfe aber auch zu rekrutieren für die Kommunistische Partei. Also ich staune immer wieder, wenn ich in China bin und ich bin ja immer meistens an den Universitäten oder zumindest drumherum, wie viele der jungen Leute bereits Mitglied der Kommunistischen Partei sind. Ja? Und das sind zum Teil die klügsten Köpfe. Also bei uns würde man ja eher sagen, die klügsten Köpfe, das sind die Kritiker der Regierung. Aber in China ist es so, dass die Regierung es versteht, die klügsten Köpfe irgendwie anzuziehen. Also insofern sehe ich das System heute immer noch in gewisser Weise als eine Meritokratie. Diese Begriffe lassen sich natürlich nicht hieb- und stichfest irgendwie anwenden auf alles. Ne? Aber im Groben, ich habe ja auch den
den Begriff gebraucht, Technokratie, halt eben, dass wir halt eben Leute haben, die in den Positionen sind, als Minister oder was auch immer, die was von der Sache verstehen darauf kommt es halt eben auch an. Ja. Vielen Dank. Und dann würde ich zur zweiten Frage übergehen. Inwiefern diente der Kommunismus auch als Abgrenzung zum westlichen Demokratiemodell und dadurch zur Bewahrung der ursprünglichen chinesischen Kultur? Ja. Ja, mit dem Kommunismus haben wir auf jeden Fall eine Abgrenzung zum westlichen Demokratiemodell. Ich sagte ja auch in Bezug auf Mao, dass er mit dem Kommunismus, mit dem Marxismus so gleichsam eine nationalistische Agenda verfolgte. Also halt eben auch eine chinesische Kulturtradition. Mao, obwohl er den Konfuzianismus zum Teil heftig bekämpft hat, stand gleichwohl auch in der Tradition des Konfuzianismus. Ja? Und heute haben wir natürlich eine gewisse Hinwendung der kommunistischen Führung zur konfuzianischen Tradition. Ich habe ja schon erwähnt, dass der Konfuzianismus aufgewertet wurde. Alleine, dass die Kulturoffensive, die ja jetzt ja bei uns hier so heftig im Zentrum von Kritik steht, nämlich die Konfuzius-Institute, dass die sich halt eben auf, dass wir hier auch einen Bezug haben zu dieser Tradition. Ja? Und also heute kann man durchaus sagen, dass der chinesische Kommunismus die konfuzianische Tradition hochhält. Deshalb ja halt eben diese eine Folie, wo ich sagte, KPCH, steht das nicht vielleicht für Konfuzianische Partei Chinas? Ne? Ich hab mir auch mal sagen lassen von Leuten, die sich richtig gut auskennen, auch in China, also von Chinesen, dass die chinesische Führungselite, dass die bis auf die Knochen von konfuzianischen Ordnungsvorstellungen erfüllt sei. Ja. Das verstehe ich auch so. Ja. Gut, ich hoffe, dass ich damit die Frage beantwortet habe. Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage. Meines Wissens wurde der Konfuzianismus ja zeitweise von der kommunistischen Partei abgelehnt, während man sich heutzutage gern darauf beruft, dabei aber die Aspekte selektiv herauspickt, die gut in das Konzept der Partei passen. Zum Beispiel die Betonung der Harmonie, was als Rechtfertigung dient, jede Art kritischer Meinungsäußerung im Keim zu ersticken. Teilen Sie diese Einschätzung? Natürlich. Ich meine, der Konfuzianismus, der kann ja nicht irgendwie als eine Lehre, die vor 2500 Jahren begann und halt eben unter völlig unterschiedlichen historischen Verhältnissen eine wichtige Rolle spielte, der kann ja nicht irgendwie eins zu eins in die Gegenwart genommen werden. Da kann man ja, das muss man ja bestimmte Dinge auswählen. Ja? Das versteht sich von selber. Also das würde ich jetzt irgendwie nicht zu einem Vorwurf machen. Das ist überhaupt, ich meine, so wie ich von einem sinisierten Marxismus gesprochen habe, so kann man auch vom Konfuzianismus als von einer für die Gegenwart, für die heutige Zeit angepassten Konfuzianismus sprechen. Ja? Das ist etwas anderes wäre ja töricht. Und wie war der Rest der Frage? Habe ich dann noch was in... Also eine Kritik, habe ich damit die Frage beantwortet? Was meinen Sie, Frau Feldmann? Es ging ja auch noch um, also eben Fragen, Konzepte, Betonung der Harmonie als Rechtfertigung. Ach so, ja, kritisch und kritische Meinung. Ja gut, ich meine, natürlich haben wir in China ein autoritäres System. Das entspricht nicht unseren westlichen Idealvorstellung. Aber wenn wir halt eben nur von unseren Idealvorstellungen mit Chinesen sprechen,
Da gibt es natürlich immer auch einige, die ganz auf unserer Seite sind, aber das Gros der Chinesen, würde ich sagen, akzeptiert die, wie man sagen, die chinesischen Verhältnisse heutzutage, dass also eine gewisse Einschränkung von Freiheit besteht, dass also der Individualismus hinter dem Kollektiv zurückzustehen habe, hinter dem Schicksal des Landes, hinter dem erfolgreichen Agieren für ein stabiles, modernes, zukunftsträchtiges System. Wie weit sich das dann halt eben später auch noch anpassen lässt an in einer Gemengenlage, wo halt eben Westliches und Chinesisches zusammenkommen, das ist völlig offen. Also wenn man bedenkt, wie bewegt die Geschichte bis jetzt gelaufen ist, da ist alles möglich. Also, aber was man nicht erwarten kann, glaube ich, ist, dass man, wenn wir Westler glauben, durch die Brechstange oder halt eben auch durch konstantes Anmahnen, dass wir da in China etwas erreichen. Das, glaube ich, führt eher zu Misserfolg. Ja? Also Druck, ich weiß nicht, ob Sie ein bisschen Physik gelernt haben in der Schule, ein Gesetz heißt ja, Druck erzeugt Gegendruck. Ne? Und das gilt halt eben auch in der politischen internationalen Szene. Ja. Gut, die nächste Frage geht in die ähnliche Richtung. Wie beurteilen Sie die Verletzung elementarer Menschenrechte, insbesondere in Xinjiang und Tibet, im Zusammenhang mit dem Konfuzianismus und dessen Forderung nach tugendhaftem Regieren zum Wohl des Volkes? Also die Geschichte in Xinjiang, die ist natürlich sehr bedauerlich, wie das dort momentan läuft. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man bestimmte Hintergründe versteht, um das besser einordnen zu können. Denn was in den westlichen Medien völlig unberücksichtigt bleibt, ist, dass wir dort seit 20 Jahren, halt eben seit 9/11, wenn man so will, halt eben auch eine Welle von Terrorismus haben. Und eine Welle des Terrorismus, die gespeist ist vom Islamismus und vom Separatismus. Wobei beides in gewisser Weise Hand in Hand geht. Ja. Man muss ja bedenken, dass mit dem Zerfall der Sowjetunion hatte plötzlich China Grenzen zu islamischen Ländern wie Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, vorher allerdings schon Pakistan, Afghanistan und so. Und schwappte einiges rüber. Und man sagt, um mal vorsichtige Zahlen zu nennen, dass seit dem Jahr 2000 in Xinjiang etwa 400 Menschen durch Terrorattacken ums Leben gekommen seien. Ja. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn so etwas in unseren Ländern passieren würde. 400 Menschen. Ja. Wir haben ja auch hin und wieder Terrorattacken, sei es in Berlin, da auf dem Breitscheidplatz oder sonst wie, was weiß ich was. Ne. Schrillen alle Alarmglocken. Und in den 2010er Jahren waren diese großen Unruhen in Urumqi, wo über 100 Leute auf einmal umgekommen sind. Dann gab es dann ein paar Jahre später dieses Massaker mit über 30 Leuten in Kunming am Bahnhof, wo halt eben Uiguren, die in den Dschihad wollten, dort dieses Massaker anrichteten. Das hat halt eben, das hat halt eben in China zu einem richtigen Sprung in der Gewahrwerdung dieser Problematik geführt, ja, und auch eben auch politisch zu einer völlig neuen Neuausrichtung, dass man sagte, das ist nicht mehr länger hinnehmbar,
Ja, da muss was dagegen getan werden. Nun, was man dagegen tut, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, darüber lässt sich ja wohl wirklich tatsächlich sehr trefflich streiten. Aber es geht darum, zunächst einmal diese Quelle des Terrorismus trocken zu legen. Und dann halt, oder diesen Sumpf des Terrorismus, sollte man sagen, im Bild bleiben. Und dann halt eben auch im Zusammenhang mit Separatismus. Denn was wir jetzt hier haben in Xinjiang, das sind so Anknüpfungen an bestimmte Dinge, die es gegeben hat, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, da in der Lage, in der sich China damals befand, wurde ja Xinjiang oder Teile von Xinjiang einmal nur der kleine Süden, dann einmal nur der kleine Norden unabhängig und wurde zu einer turkestanischen Republik erklärt. Und an diesen Traditionen will man jetzt wieder anknüpfen und will halt eben so mit Gewalt Xinjiang aus der Herrschaft Chinas befreien. Ja. Es ist halt eben immer die Frage, wie wir separatistischen Bewegungen gegenüberstehen. Momentan erleben wir sowas ja auch in Europa mit den Katalanen, die ja nun von uns sehr viel Sympathie bekommen. Aber andere separatistischen Bewegungen haben die nie bekommen. Ich will mal an die Basken erinnern. Ja, das ist noch gar nicht so lange her, wo die Basken sehr, sehr militant auftraten mit Terroranschlägen in Spanien, zum Teil auch in Frankreich. Ja, und Spanien hat dem nicht klein beigegeben und hat ihnen die Unabhängigkeit gewährt. Und in diesem Fall wird es mit Sicherheit genauso laufen. Also man wird China nicht dazu bringen, hier Xinjiang unabhängig werden zu lassen. Man kann sich wünschen, dass es mehr Autonomie gibt, mehr kulturelle Autonomie gibt, die es ja auch ursprünglich gegeben hat, aber jetzt die halt eben im Zuge dieser Antiterrormaßnahmen, die zurückgefahren worden sind. Ja. Also es ist eine prekäre Situation und man muss aber diesen Zusammenhang verstehen, denn jegliches Infragestellen der territorialen Integrität Chinas führt zu ganz, ganz harschen Reaktionen. Das erleben wir jetzt ja auch in Hongkong. In Hongkong geht es ja schlicht eigentlich auch nur darum, dass diejenigen Politiker, die eine Unabhängigkeit von Hongkong befürworten, dass die einfach nicht zugelassen werden. Ja, das ist ja, wenn man so will, the bottom line. Das ist darum geht es eigentlich. Ne? Und das gilt halt eben für Tibet, das gilt für Xinjiang, das gilt für Hongkong. Und insofern, das ist halt eben die rote Linie. Das sind so die Kerninteressen Chinas, die halt eben China auch gegenüber den USA formuliert hat. Gehört zu den wesentlichen Kerninteressen, also diese territoriale Integrität Chinas. Ja. Und ja, ansonsten, das sind harsche Maßnahmen, die halt eben in China weitgehend, soweit sie bekannt sind, auch akzeptiert werden gegenüber den Uiguren. Es ist halt eben man kann es so philosophisch-politisch auf den Punkt bringen, es geht um die Kernfrage, um Sicherheit und Freiheit. Sicherheit und Freiheit, die stehen ja in einem Spannungsverhältnis miteinander. Ja? Wenn Sie die absolute Freiheit haben, dann haben Sie so gut wie keine Sicherheit. Haben Sie die absolute Sicherheit, haben Sie keine Freiheit. Also man muss irgendwie versuchen, ein Mittelmaß zu finden in dieser Spannung. Und wir lösen hierzulande diese Spannung zwischen Sicherheit und Freiheit natürlich in Richtung Freiheit auf. In China wird sie, vereinfacht gesagt, in Richtung Sicherheit aufgelöst. Das müssen wir eigentlich versuchen, nur mal zu verstehen, ja, dass da in dieser Hinsicht ein anderer Hintergrund ist. So viel zu diesem Thema. Vielen Dank für die ausführliche Stellungnahme zu dieser Frage. Da würde ich jetzt zur nächsten übergehen. Die ist sehr ausführlich. Da würde ich Sie bitten, mal parallel mitzulesen.
Inwiefern passen die politischen Lehren des Konfuzianismus zur sozialen Wirklichkeit in China? Sind die sozialen Bedingungen heute in China nicht ähnlich dem, was Tocqueville als Equality of Conditions bezeichnete? Damit gemeint ist ein gesellschaftliches Bewusstsein, wonach ein jeder gleiche Teilhabemöglichkeiten innerhalb einer inklusiven Gesellschaft haben sollte. Das heißt Chinese Dream. Und dies vermehrt einfordert. Vor diesem Hintergrund scheint der Konfuzianismus mit dem Kernmerkmal des Himmelsmandats und der damit einhergehenden natürlichen Hierarchie als eine für die moderne ungeeignete kosmologische Haltung. Somit hätten wir kein normatives, sondern pragmatisches Argument für Demokratie. Können wir den Konfuzianismus vor dem Himmelsmandat lösen? Ja, also ich habe ja vorher schon gesagt, den Konfuzianismus, den kann man nicht irgendwie in der Form, wie er von Konfuzius oder von Mencius oder später von Zhu Xi in der Song-Zeit oder Wang Yangming in der Ming-Zeit gelehrt wurde, eins zu eins auf das heute übertragen. Ja. Und das versucht auch keiner. Das, wenn man konfuzianisch denkt in China, dann denkt man in gewissen Bahnen, dass China in allererster Linie, sagen wir mal, von einer politischen Philosophie her gesehen, beziehungsorientiert denkt und auch organisiert ist. Wir haben ein anderes Menschenbild im Konfuzianismus als bei uns im Westen. Bei uns im Westen ist das Menschenbild das des Individuums. Das Individuum ist, so viel Latein können Sie vielleicht noch, in dividere, das Unteilbare, ja, das unteilbare Letzte, ja, insofern halt eben auch ein atomistisches Verständnis des Individuums. Etwas Unteilbares, das Atom, das Unteilbare, das ist inzwischen ja besser und belehrt worden, das ist auch nicht mehr stimmt, aber für die Metapher gilt das immer noch, ja. Das Atom, das allein steht für sich unteilbar. Und dass ein Individuum, das halt eben mit Rechten geboren wird, das ist jedenfalls der Gedanke, nämlich das Recht ist ja nur ein Konstrukt, auch ein Gedankenkonstrukt. Es sei denn, Sie können mir irgendwie Ihr Recht irgendwie mal zeigen. Haben Sie ein Recht, Frau Weltmann, das Sie mir zeigen können? Also das sind ja Konventionen der Gesellschaft, ja, dass wir denken, wir haben diese Rechte, mit denen wir geboren werden als Individuum. Und dieses atomistische Verständnis des Menschen, das ist ein anderes als das Verständnis des Menschen als Beziehungswesen, wie wir es im Konfuzianismus haben. Ja. Dort wird der Mensch gesehen als nicht als Individuum, als Einzelfigur, sondern er wird eigentlich immer nur gesehen im Kontext seiner Beziehung. Ich bin halt eben Kind meiner Eltern, ich bin Vater meiner Kinder, ich bin der Mann meiner Frau, ich bin der Freund meiner Freunde, ich bin der Mensch in meiner Gemeinschaft und in meinem Land. Ja? Insofern sind diese Beziehungen sind wichtig. Und das ist halt eben ein fundamental anderes Verständnis vom Menschen. Und das ist halt eben konfuzianisch und nicht irgendwie irgendwelche Himmelsmandate. Die passen nicht mehr in die Welt. Ja? Das Himmelsmandat ist ja auch eigentlich nur eine Metapher. Es ist ja auch nur ein Bild, das die Regierung in einer Weise vom Himmel gegeben wurde, um das Beste für das Land zu erreichen. Ja? Und das lässt sich auch irgendwie ohne diese Metapher heute irgendwie so verstehen. Ja, ich hoffe, dass ich damit Ihre Frage beantworte. Gut, gehen wir zur nächsten. Jürgen Habermas hat Marxismus und Demokratie kommunikationstheoretisch unter dem Stichwort der Deliberation zusammengeführt. Meinen Sie eine solche deliberative Demokratie, die eher Beratschlagung anstatt formale Wahlen fordert, passt eher zu einem Modell chinesischer Demokratie? Habermas selbst hat ja mit seiner Universalpragmatik eine interkulturelle Begründung geliefert.
Ja, ich glaube, da müsste eigentlich was dran sein. Ich muss mir das nochmal gerade kurz durchlesen. Ja, also das ist ich sagte ja vorher, das chinesische System bezieht seine Legitimation halt eben nicht von Wahlen, sondern von von der Leistungsfähigkeit des Modells, ne, dass es halt eben liefert, dass es etwas liefert für die Bevölkerung, nämlich das, was wir ja in China erlebt haben mit der Mittelschicht, ja, haben ja eine gigantisch anwachsende Mittelschicht in China. Das hätte ja früher kein Mensch zu träumen gewagt, dass China mal so eine mehrhundert Millionen Menschen zählende Mittelschicht hervorbringt. Wir sind alle daran noch gewöhnt, dass China ja so gleichsam in den Zeiten der Kulturrevolution da so wirkt. Ja, denken Sie mal vor der Corona-Krise, wie viele chinesische Touristen hier bei uns nun herumreisten. Ja, vor allem bei uns in Trier, da ist eben, das müssen Sie mal sehen. Das ist die Mittelschicht, ja. Und insofern, für die wurde das halt eben auch geliefert, diese Mehrung des Lebensstandards, Wohlstands, Armutsminderung und so weiter. Ja, das ist halt eben der Erfolg des Modells. Ich danke Ihnen für die Antwort. Wie strahlt der Konfuzianismusbegriff Welt als gemeinsamer Besitz, als ein politisches Weltangebot aus? Ja, also der Konfuzianismus ist ja, wenn man so will, vielleicht eine der am wenigsten verstandenen Lehren. Wir verstehen wahrscheinlich mehr vom Islam, erheblich mehr vom Buddhismus als vom Konfuzianismus. Ja. Der Konfuzianismus, da haben wir so gleichsam ein bisschen auch die chinesische moderne Kritik am Konfuzianismus übernommen seit der 4. Mai-Bewegung von 1919. Ja. Sodass der Konfuzianismus, wo es halt darum ging, das war ja der Slogan der Reformer 1919, zerschlag den Laden von Konfuzius und Co. Ja, weg damit. Das ist irgendwie die verknöcherte Vergangenheit. Ja. Und damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Damit hat natürlich China ein Problem aber auch geerbt. Ja, nämlich es gibt kein anderes Land außer dem Westen, also außerhalb des Westens, das sich so damals jedenfalls so radikal von seiner eigenen Kulturtradition abgenabelt hat, durch diese radikalen intellektuellen Wortführer der 4. Mai-Bewegung. Das war zum Beispiel nicht so in Japan. In Japan haben sie auch eine Modernisierung gehabt in der Meiji-Reform, aber keine Verdammung, keine Verurteilung, kein Verwerfen der Kulturtradition. Und ebenso wenig in Indien, das halt eben von England kolonisiert wurde, ist die eigene Kultur der Tradition auch nicht zu verworfen worden. Das ist also insofern stellt also China schon etwas Einzigartiges dar in diesem Verwerfen der eigenen Kulturtradition in der 4. Mai-Bewegung, kulminiert in der Kulturrevolution, die mit 76 dann aufhört. Und seitdem haben wir wieder ein langsames Readjustieren, wo halt eben die eigene Kulturtradition wieder in den Blick genommen wird und wo man versucht, die Spreu vom Weizen zu trennen, wo man schaut, was ist denn wertvoll daran? Was haben wir denn so über Bord geworfen vielleicht? Wo haben wir vielleicht nicht genau hingeguckt? Ja? Insofern versucht man jetzt irgendwie zu retten, was zu retten ist. Ja, das ist ein beispielhaft dafür ist halt eben, ich weiß nicht, ob es ja heute noch so en vogue ist, die Professorin von der Beijing da, Yudan, ja, mit die doch diese Fernsehserie hatte über die Gespräche des Konfuzius, wo halt eben sie über Zitate
aus den Klassikern, aus den Gesprächen des Konfuzius sprach und sie anwandte auf heutige Probleme. Ja. Ist ein Riesenerfolg geworden, auch als Buch. Übrigens auch übersetzt ins Deutsche, darum steht es Konfuzius im Herzen. Ja. Ist 20 Millionen Mal verkauft worden, einer der größten Bucherfolge überhaupt irgendwie in der Welt. Also das spricht dafür, dass da irgendwie ein Nerv getroffen ist, dass man halt eben durchaus dass das, können Sie sehen? Wie dann? Konfuzius im Herz. Ja. Wie steht der Untertitel? Alte Weisheit für die moderne Welt. Ja? Also Sie sehen, es ist ja nicht anders als halt eben auch mit anderen alten Weisheiten, wie mit dem Buddhismus oder so ähnliches, ne? wo wir versuchen, da gewisse Anregungen zu bekommen. Und der Konfuzianismus ist halt eben sehr, sehr missverstanden worden. Und Du Weiming, für mich war Du Weiming, die Lektüre von den Arbeiten von Du Weiming, war der Wendepunkt. Vorher hatte ich auch so an dieses Narrativ geglaubt, der Konfuzianismus, das ist irgendwie doch ganz vergessen, das ist vorgestern. Ne? Aber was da drin steckt an Inspiration, haben solche Leute wieder herausgekitzelt und die versuchen es auch vorzuleben. Und insofern dieses Vorleben, nämlich einer Kultivierung, darauf kommt es an, das ist der Kern, Kultivierung, die moralisch-charakterliche Kultivierung, das ist dann auch überzeugend. Ja? Und das kann dann halt eben auch ansteckend wirken, wenn Sie mit solchen Leuten zu tun haben. Gut, dann zur nächsten Frage. Gibt es historische Quellen, die belegen, wie der Konfuzianismus im Altertum tatsächlich realisiert wurde? Oder anders, wie groß ist der Unterschied zwischen der Philosophie des Konfuzianismus und der historischen Praxis? Das ist natürlich ein weites Feld. Klar, das ist so. Wir haben natürlich schon genügend Anhaltspunkte durch die Geschichtsschreibung, die der Konfuzianismus als Lehre gewirkt hat in verschiedenen Epochen und wie sehr er sich gewandelt hat in seiner Anpassung an verschiedene Zeiten. Denken Sie alleine an den Neokonfuzianismus. Der ist ja bei uns auch so gut wie nicht bekannt, ja. Der halt eben für die letzten 1000 Jahre Chinas die Lehre geworden ist. Im Grunde ist es ja der Neokonfuzianismus und nicht die ursprüngliche konfuzianische Lehre. Der Neokonfuzianismus zeichnet sich ja dadurch aus, dass er halt eben bereichert wurde durch buddhistisches und daoistisches Denken. Und dass dadurch auch ein kühnes Denkgebäude errichtet wurde, ein System, ja, ähnlich so wie bei Hegel, ne, so ungefähr, ein richtiges Weltsystem. Und das halt eben, das sich halt eben auch bezog auf die konfuzianischen Schriften. Ja. Und aber wie gesagt, die Wirklichkeit, die hat immer mit dem Ideal im Clinch gelegen. Ja, das ist damals wie heute. Und das gilt ja für uns auch. Ich meine, denken Sie mal an unser christliches Abendland. Ja? Denken Sie mal, im Christentum sind die wichtigsten Ideale Nächstenliebe und Frieden. Ja? Jetzt schauen Sie mal auf 2000 Jahre Geschichte christliches Abendland. Eine Geschichte von Mord und Totschlag, ja? Und von Kriegen ohne Ende. Ja? Also mit anderen Worten, und trotzdem sind diese Idealvorstellungen heute noch nachwirkungsreich. Ja? Es sind immer noch die Dinge, die wir im Mund führen. Also, insofern, diesen Konflikt, den wird man nicht irgendwie aus der Welt schaffen. Das ist immer so ideal und Wirklichkeit. Gut, dann
hat ein anderer Zuschauer die Frage gestellt, nach meiner Einschätzung ist die Motivation, KP-Mitglied zu werden, manchmal auch ganz simpel die Karriere, weil man weiß, dass viele Karrieren gerade auch an der Uni nur für Parteimitglieder möglich sind. So mancher kluger Kopf mag da auch in die innere Emigration gehen. Wie sehen Sie das? Ja, das stimmt sicher. Aber es ist trotzdem erstaunlich, wie viele kluge Köpfe schließlich in der Partei landen. Also ich halte es für ausgesprochen bemerkenswert. Das andere trifft sich auch zu. Ja. Lässt sich schwer verallgemeinern. Gut, dann ein Kommentar von einer Zuschauerin. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Meine Frage wäre folgende. Ist der Rückgriff der KPCH auf konfuzianische Vorstellungen, Stichwort harmonische Gesellschaft und kleiner Wohlstand, nicht ein Kniff im Sinne des Storytelling? Werden die konfuzianischen Begriffe nicht einfach benutzt, damit sich die Intellektuellen wohlfühlen, die das alles in der Schule gelernt haben, und verbergen sich dahinter nicht konkrete Machtinteressen? Ja, mein Gott, das ist klar. Im Grunde kann man natürlich von dieser Warte, die Sie da vertreten, alles irgendwie ablehnen. Ja. Das, wenn man diese Einstellung hat, dass im Grunde alles nur zum Zwecke von anderen Dingen gebraucht wird und so weiter, ja, dann da ist sicher was dran in hier und da, aber das ist, was ich vorher auch von unseren Idealvorstellungen gesagt habe. Ne? Das ist diese Idealvorstellungen sind mit Füßen getreten worden. Ja? Und trotzdem haben sie bis heute ihre Strahlkraft dadurch nicht eingebüßt. Und so halt eben auch mit Idealvorstellungen wie Harmonie. Ja. Klar kann man immer wieder Einzelfälle herbeiziehen, wo man sagen kann, also hier von Harmonie können Sie mir da nichts erzählen. Das verstehe ich irgendwie anders. Ne? Aber trotzdem ändert das nichts an der Bedeutung dieser Vorstellung. Da bemühen sich die Top-Leute, ich lese jetzt gerade ein Buch, das ich rezensieren muss, nämlich von, wo die politische Philosophie und Ethik von Lize Ho vorgestellt wird. Lize Ho, ich weiß, ob Ihnen der Name was sagt, das ist einer der wichtigsten Intellektuellen Chinas, also der inzwischen allerdings in Amerika wohnt, seinem Sohn gefolgt, aber der in China immer noch ganz, ganz wesentlich Taktgeber ist und gehört wird. Ich selber habe sein Buch zur Ästhetik übersetzt, also der Weg des Schönen vor vielen, vielen Jahren. Und vieles in seinem Denken dreht sich genau um diesen Begriff Harmonie. Ja? Und dann unsere politischen Philosophen, die drehen sich um andere Begriffe. Vorher wurde Habermas genannt und so. Ja? Und so haben sie halt eben ein anderes Begriffsinstrumentarium in China als bei uns, wo andere Begriffe einen anderen Stellenwert haben. Und das lässt sich nicht einfach so aus der Welt schaffen. Das ist genauso wie wenn Sie Nächstenliebe mit Hinblick auf die Inquisition oder irgendwelchen Missbräuchen in der katholischen Kirche einfach da so mal locker vom Tisch hauen. Ja? Klar kann man das. Ja? Aber damit was haben Sie damit gewonnen? Gut, von derselben Zuschauerin die Frage, gibt es eine Quelle, die Sie empfehlen würden, die die unterschiedliche Verwendung und Bedeutung der zentralen politisch-philosophischen Begriffe wie Demokratie, Sozialismus etc. im Westen und in China einander gegenüberstellt und erläutert? Habe ich leider nicht, aber ich bin da drauf gekommen, wer war das nochmal schnell? Wer war das? Machen wir den nochmal getroffen. Ich hab mal einen chinesischen Kollegen getroffen, der hat mich darauf hingewiesen. Ja? Und das ist bei mir ganz lebhaft im Hinterkopf hängen. Deshalb tue ich es auch
gerne wieder zum Besten geben. Aber ich bin jetzt in dem Alter, wo ich, tut mir leid, ich habe das nicht mehr präsent. Ich kann Ihnen den Namen nicht mehr hervorzaubern. Der hat auch auf Englisch geschrieben. Ja. Komme ich nicht mehr drauf. Dann gehen wir mal zur nächsten Frage über. Im ersten Kalten Krieg waren ja West und Ost, also Washington und Moskau, letztendlich beide gemeinsam überzeugt, dass die Systeme auf die Dauer nicht nebeneinander existieren können. Beide Seiten gingen immer davon aus, dass auf die Dauer eine Seite gewinnen müsste. Wie sieht man das eigentlich heute in China? Also anders als es vielfach dargestellt, glaube ich nicht, dass die Chinesen daran interessiert sind, zumindest irgendwie im West ihr System nun in den Westen zu exportieren. Das ist gut, sie versuchen darzustellen, was bestimmte Probleme angeht, haben wir jetzt mal die Sache mit der Corona-Krise, wie sie die gemeistert haben und halt eben auch wie sie die Armutsbekämpfung gemeistert haben, dass sie das irgendwie gut hinkriegen. Ja? Und dass sie das halt eben auch besser hinkriegen als andere. Und da stehen sie vielleicht eher in Konkurrenz zu anderen Ländern der früher genannten Dritten Welt, ja, wo man Indien. Ja, Indien hat ja eine Bevölkerung, die ist etwa ähnlich groß wie von China. Aber Indien hat ein ganz anderes Armutsproblem und einen ganz anderen Lebensstandard im Schnitt. Ja. Und da kann China durchaus sich auf die Schulter klopfen und sagen, also, was haben wir anders gemacht? Das haben wir wahrscheinlich auch besser gemacht. Und das gilt vielleicht überhaupt irgendwie für die KP Chinas. Ne? Man kann der KP China vorwerfen, dass sie vieles falsch gemacht haben. Vielleicht auch jetzt da mit verschiedenen Dingen. Aber man muss auch sagen, dass sie verdammt viel richtig gemacht haben. Sie müssen viel richtig gemacht haben. Nämlich sonst würde China heute nicht dastehen, wo es steht. Und hätte auch nicht irgendwie in der Bevölkerung den Zuspruch. Wir müssen verstehen, die Touristen, die wir vor der Corona-Krise alle hier haben, hatten, das waren also zwischen 100 und 200 Millionen Menschen, die sind alle wieder nach China zurückgekehrt. Die sind nicht hier irgendwie bei uns geblieben, wie sagen wir jetzt, die Syrer oder die Afghanen oder die sonst woher kommen. Oder was weiß ich woher. Ha? Das spricht dafür, dass das System anerkannt. Gut, die vorletzte Frage wäre, geschichtlich gesehen hat Tibet ja den Grundstein für die gegenwärtige Politik selbst gelegt. Warum ist im Westen so wenig über solche Hintergründe bekannt? Im Grunde haben Sie von was haben Sie jetzt gesprochen? Habe ich Tibet verstanden oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Wo ist die Frage? Tibet, ging um Tibet, ja. Ging um Tibet. Geschichtlich gesehen hat Tibet ja den Grundstein für die gegenwärtige Politik selbst bekannt. Sie meinen, ist die Frage, was jetzt hier gemeint ist, Tibet. Dass halt eben, sagen wir mal, der tibetische Sonderweg, der tibetische halt eben auch Versuche eines tibetischen Separatismus, dass man den versucht einzuhegen, einzudämmen, ist klar, das sind Träume, die wir denken, die wir haben, Tibet könne irgendwie unabhängig werden, und weil es halt eben mal nur eine kurze Zeit unabhängig gewesen ist. Man muss irgendwie verstehen, auch ein bisschen die Geschichte Tibets, ne? Die ja immer mit China miteinander verbandelt war. Gut, es gab also mal Auf und Abs und gab halt eben auch mal eine Zeit, wo Tibet irgendwie stärker war oder überhaupt stark war. Aber
Wir wissen ja, dass seit mehr als 200 Jahren, dass das irgendwie ein Teil von China war. Und Tibet hat sich halt eben losgelöst von China in einer Schwächephase Chinas, nämlich nach der chinesischen Revolution von 1911. Ja? Wo dann halt eben der damalige Dalai Lama gesagt hat, also wir waren loyal zum Kaiser, jetzt ist der Kaiser nicht mehr da, das ist jetzt Schluss damit. Ja? Kurz vorher haben die Engländer Tibet militärisch erobert. Ich glaube, war 1904, das war die Young Husband Mission. Die haben dann halt eben sich ihren Weg nach Lhasa freigeschossen. Dabei sind über 1000 Tibeter ums Leben gekommen. Spricht heute auch keiner mehr davon. Und dann ist dann diese Unabhängigkeit von Tibet, die ist eigentlich auch nicht von den Hauptmächten des damaligen Great Games, nämlich England und Russland, anerkannt worden. Ja? Und auch von sonst keinem Land der Welt. Die Engländer haben immer weiter darauf bestanden, dass China verantwortlich sei für Tibet. Ja? Und auch die Chiang Kai-shek-Regierung, die ja dann in den 20er, 30er Jahren herrschte, die hat auch davon ausgegangen, dass das nur eine Frage der Zeit ist, wo man die Souveränität über Tibet wiederherstellt. Ja? Und das ist dann halt eben geschehen 1950, nachdem halt eben mit Mao der Kolonialismus geendet hatte in China, Ende halt eben noch der tibetischen Vorherrschaft, der japanischen Vorherrschaft und so weiter. Ja? Und halt eben auch alle anderen Sonderzonen, die es dann damals noch gab, bis auf Hongkong. Na, Hongkong übrigens hätte damals, das war die Überlegung, Hongkong mitzukassieren. Ja, hätte weil ja praktisch, Japan hat ja den ganzen Westmächten die Kolonien weggenommen. Ja, alles war weg. Den Engländern haben sie Burma weggenommen, Malaysia, Singapur und so weiter. Den Amerikanern haben sie Philippinen weggenommen, den Holländern Batavia, also Indonesien, den Franzosen Vietnam und so. Und in Hongkong waren sie natürlich auch. Und insofern hätte man das einfach haben können und hätte die Engländer auch nach Hause schicken können. Hat man aus welchen Gründen auch immer, gibt's immer noch, da wird immer noch drüber resoniert, die Geschichtswissenschaft. Warum das nicht, denn warum Mao zum Schluss da rum einen Bogen gemacht hat, dann hätten wir das Problem heute nicht. Aber wie dem auch sei, also mit Tibet ist, das ist so eine Sache. Das ist, dann war ja auch der CIA in Tibet aktiv. Ne? Also die Unruhen, die in den späten 50er Jahren da waren, infolge dessen der Dalai Lama ja auch dann weggegangen ist. Ja, das lässt sich alles übrigens nachlesen. Das ist keine Verschwörungstheorie. Der war sehr aktiv. Er hat versucht, in Tibet China zu destabilisieren. Ja, damals war China Teil des Ostblocks, des kommunistischen Blocks, und da hat man versucht, von Seiten der Amerikaner überall, wo man konnte, im Ostblock Bomben zu werfen, wenn man so will, und halt eben Unruhe zu stiften. Und der Dalai Lama, der stand damals auf der Gehaltsliste des CIA. Der hat bis in die 70er Jahre ein jährliches Gehalt vom CIA bezogen. Und diese Machenschaften, wenn man das so will, die haben erst aufgehört mit dem Nixon-Besuch in China. Ja? Wo man halt eben dann versuchte, miteinander klarzukommen. Man hat einander gebraucht. Ne? China hat die USA gebraucht, gegen die Sowjetunion. Und die USA haben China gebraucht, um den Vietnamkrieg zu beenden und so weiter. Und damit sind dann diese Dinge irgendwie dann runtergefahren worden. Also das ist, wir haben Tibet gegenüber irgendwie so romantische Vorstellungen, Richard Gere und wie viele Hollywood-Größen sind ja halt eben alle inzwischen Buddhisten und denken ja, das ist halt eben, sagen wir mal so, die heile Welt und was das also auch für eine Herrschaft damals gewesen. Das ist schon ziemlich happig. Ne? Also insofern, das ist nochmal ein eigenes Fass. Da könnten wir jetzt noch einen ganzen Vortrag drüber machen. Aber jedenfalls, eins wäre sicher,
wenn China Tibet unabhängig werden ließe, wären die Amerikaner im nächsten Schritt dort und wären halt eben praktisch an der Türschwelle des Chinas. Na, das gilt natürlich für Xinjiang genauso. Vielen Dank nochmal, Herr Pohl. Die letzte Frage bezieht sich auf das Zitat, sich das Wohl der ganzen Welt zur eigenen Aufgabe machen, nur auf menschliches Wohl, oder ist es weiter gefasst? Wenn ja, was umfasst es? Ich habe ja versucht, das zu beschreiben als so ein geflügeltes Wort, dass das konfuzianische Ethos so gleichsam umfasst, sich das Wohl der ganzen Welt zur Aufgabe zu machen. Damit wird gesagt, dass man dass man halt eben nicht nur an das eigene Wohl denken darf. Ja? Und das gilt natürlich, das habe ich versucht in meiner zweitletzten Folie auch doch ein bisschen, wie man sagen, rausleuchten zu lassen. Es gilt natürlich auch das eigene Wohl im Sinne der eigenen Nation. Ja? Wir sitzen ja hier alle in einem zusammen in einem Boot genannt Erde, und wir müssen damit irgendwie klarkommen. Ja, wir müssen miteinander klarkommen. Und das haben wir jetzt inzwischen gelernt mit hinsichtlich Klima. Das haben wir aber auch gelernt hinsichtlich irgendwie Konflikten und so weiter. Ja, und insofern ist dieses Wort halt eben auch gedacht, über sich selber hinauszudenken, nicht nur als eigene Person, sondern halt eben auch als Land oder was auch. So verstehe ich. Gut, dann möchte ich Ihnen nochmal ganz herzlich danken, Herr Pohl, für diesen sehr, sehr interessanten Vortrag. Ich möchte allen Zuschauerinnen und Zuschauern bedanken für diese reiche Menge an Fragen. Und ich möchte nochmal dem Konfuzius-Institut Hamburg herzlich danken für die Kooperation und dem Shaolin-Zentrum Ilbenkreis. Vielen Dank an alle Akteure, die diesen Abend möglich gemacht haben. Und ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderbaren Abend, auch Ihnen, Herr Pohl. Danke. Vielen, vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie mir hier ein Forum gegeben haben. In Hamburg habe ich gute Erinnerungen, habe dort studiert. Und mit dem Shaolin-Kloster in Berlin hatte ich mal sehr viel zu tun gehabt. Ich habe ja auch selber Kampfsport gemacht. Und insofern habe ich zu denen also auch eine gute Beziehung. Also ich danke Ihnen und sage Tschüss für heute Abend.